Hallo Leute und willkommen jetzt auch endlich von mir zu Die Reise ins All. Und ja, ihr hört gerade keine Musik, aber die Sounds und ich weiß nicht warum. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe gerade ewig lang rumprobiert, irgendwie die Musik hinzubekommen und sie möchte nicht funktionieren. Und ich kann die auch nicht parallel im Hintergrund abspielen, weil MIDIs so scheiß Dateien sind, dass wenn man die abspielt und dann wieder auf den Maker hier switcht, dann gehen die aus, weil sie denken, dass der Maker eine MIDI abspielt, was er aber nicht tut. Und das ist ziemlich, ziemlich nervig. Und ja, da draußen fährt gerade ein LKW ganz lange vorbei, aber ich hoffe, man hört ihn nicht. Und ja, wir werden jetzt wahrscheinlich ohne Musik spielen müssen. Beziehungsweise wir werden jetzt ohne Musik spielen müssen, so leid mir das auch tut, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Vor allem die Sounds hört man ja, das sind ja auch MIDI-Dateien, ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, wir sind jetzt hier in der Wolkenstadt, der letzte Dungeon und ja. Bedauerlich, dass das Ding dein Gaul ist. Könnte mich glatt dran gewöhnen. Gut. Dann lass mich mal reingehen. Wir sind hier nicht allein. Die Heimstätte des Feindes ist stark bewacht. Kleinkram, werden wir die Burschen fachgerecht vorzuknöpfen müssen. Willst du etwa jede Wache, der wir über den Weg laufen, zurechtstutzen? Jawohl. Würde ich auch machen. Psst. Und wenn wir uns dann durch die feindlichen Reihen gemäht haben, schleppen wir uns halbtot vor den großen Bürger, der dann umso leichteres Spiel mit uns hat, wie? Ach, die sind auch kein Problem für uns. Wir haben bis jetzt so alles und jeden umgehauen. Ahne doch, worauf du wieder hinaus willst, Täubchen. Richtig, mein schlauer Kopf. Heimlichkeit. Aber wird jetzt ein Stealth-Mode? Das wäre cool. Ein guter Einwand, teuerst. Statt mit dem Kopf durch die Wand zu stürmen, sollten wir bestrebt sein, unsere Kräfte zu schonen, um sie dann so gewaltiger auf unseren größten Feind niederprasseln zu lassen. Ach, immer diese unheldischen Vorantasten. Oh, komm, ja wenigstens so ran. Ja, Klein hat da schon recht mit den zu langen Dialogen. Ich meine, wir stehen hier mitten in einem Eingang vor Wachen. In der Stadt des großen bösen Gegners. Und haben jetzt, sind wir jetzt tot? Nein, ich möchte nicht entdeckt werden. Ich möchte das nochmal spielen, ohne entdeckt zu werden. Und die reden halt eine halbe Stunde in dem Gang. Das ist schon ein bisschen komisch. Ich hätte hier nachspeichern sollen. Aber gut, was soll's. Ich bin ja sowieso nicht der Fan von dem Late Game von Reisensaal. Hier kommen, sind mir zu viele Fehler drin, die leider das Spiel verschlechtern. So. Balsamöl. Wie konnte er uns da sehen? Naja. Da sind halt die Maker, das Raster von Maker. Darum nutze ich auch kein Action-Kampfsystem mehr. Einfach weil das mit dem Raster gar nicht funktioniert. Da passieren viel zu oft Fehler. So. Kraftmenge ist geradezu ungeheuerlich. Ja, Zeiger gucken ist bekannt. Weiter. Das nennt mich mal ignorant, Herr Leutnant. Warum ist er ein Ignorant? Aber das, was er gerade gesagt hat, ist vollkommen korrekt. Wir sind hier mitten in der Stadt des großen, bösen, blauen Alien-Königs. Aber gut. Ah, mein kleiner Kerl, für dich kommen wir zu spät. Ach, das war doch so ein Mingying oder wie die hießen vom Mars, die untere Rasse. Potzblitz, macht einen achtlosen Zimmermädchen an einem finsteren Ort wie diesen. Achtung, Leute, dann sehen Sie genau hin, um diese raffinierte Täuschung zu durchschauen. Meine Güte, Professor, wir haben recht, das ist kein Mensch. Unter der täuschenden echten Hülle steckt eine Terminatrix. Allerdings scheint sie nicht auf Kampf kalibriert zu sein. Wo fangen wir denn jetzt mit ihr an? Wir lassen die einfach. Ich möchte keine Dialoge mehr führen. Nicht im finalen Dungeon. Hier will ich Rätsel und Kämpfe. Und kämpfende Rätsel und rätselhafte Kämpfe und so weiter. Halt Gameplay und nicht nur Dialoge. Aha, habt auch schon mal so ein Ding aufgegabelt. Und seitdem wissen wir, dass man es hervorragend gebrauchen kann. So, einen mechanischen Helm. Badekur. Siedend heißes Rohr. Und euch strecken sich die Aufbauten in einer Wolkenstadt eingehüllt in die großen roten Staubwolken des Marses. Schön zu wissen. Ja, bla bla.
Obwohl, doch, komm, lesen wir noch. Das sind ja keine Dialoge, das sind nur die Bücher. Mit Dampfdruck und Rotoren oder warum Kohle fliegt. Überlegene Arten und ihre Diener vom Aufstieg unserer herrlichen Rasse. Und das ist exakt das gleiche im Bücherregal. Gut. Was bringt nochmal der mechanische Helm? Irgendwas. Wo ist denn der? Ja, er wird schon irgendwas bringen. Gut, Also Schaden macht es schon mal nicht, aber ich will da durch. Stimmt mit dem mechanischen Helm noch, wo ist der? Ach da. Ach, das war Ausrüstung, oh. Okay, da ist unser Alter, das ist bei der Kreatur. Ach, die können nur die beiden, ja, dann auf jeden Fall heißen. Markets meine ich. Ach, das ist ein Hebel, oh. Ja, wir scheinen gesperrt zu sein. Okay. Vielleicht hat es etwas mit diesem merkwürdigen Gerät darunter zu tun. Ja, aber das, dann müssen wir wahrscheinlich doch den Roboter umhauen, nehme ich gerade mal an. So. Moin, moin. Erstmal befragen. Was um alles in der Welt treiben Sie denn für eine Scheußlichkeit? Eine merkwürdige Frage. Sternchen, Klapper, Sternchen. Es ist doch allgemein bekannt, dass sich das Futter schneller in der Kürze löst, wenn es zuvor zerstückelt worden ist. Da hast du recht. Endprodukte, okay. Schaut auf das Glitch überall und wir alle wissen, wie schlecht das wieder rausgeht. Ach ja. Das ist nicht einfach nur ein martialisches Schaustück. Es trägt frische Gebrauchsspuren. Okay. Nichts davon hilft uns weiter, dann müssen wir wohl doch den Roboter umhauen. Also auf geht's. Bekämpfen. Und auch die Kampfmusik ist nicht da, natürlich. Ach, warum? Ich verstehe es nicht. Vor allem, ach ja. Ich habe ja sogar ein Programm, um MIDIs abzuspielen. Und ich hätte jetzt eigentlich die ganze Zeit die Musik von der Wolkenstadt im Hintergrund abgespielt. Nur, wie auch am Anfang gesagt, lässt es mich nicht. Weil es scheinbar denkt, dass der Maker ein MIDI abspielt, auch wenn er es nicht tut. Und dann das andere Programm stoppt, was mir ziemlich auf die Nerven geht. Und das Ganze zusammenschneiden und rendern wird mir nicht viel bringen, weil ich dann erstmal diese MIDI extra aufnehmen müsste, umwandeln und dann nochmal rendern. Und da diesen Aufwand wollte ich mir jetzt auch nicht dafür tun, dass das Spiel aus irgendeinem Grund rumbuggt oder meine MIDIs rumbuggen. Ich weiß es nicht. Das muss Clay mir dann nochmal erklären, wie ich das mache. Erst kennt sich mit MIDIs aus. Das hatten wir noch alles schon. Was hattet ihr nochmal für Nichtschwinger? Einschätzen. Ich weiß nicht mehr. Ach, verdammt, ich hätte eigentlich von vorher nachgucken können, aber was soll's. Ein bisschen Spaß muss ja sein, ne? Hau mir einfach mal drauf. Aus Sturm. Und? Wasser, Überraschung, Rammen und Klingenwaffen. Wasser, Überraschung, Rahmen, Klingen. Überraschung. Wasser, Überraschung. Klingen? Was war das dritte? Wow. Schlagen? Schlangen? Wasser, Überraschung. Ich habe vergessen, was das dritte war. Schlagen? Schlag mal zu, ich hab's vergessen. Wow. Wasser. Haben wir doch nur so diese Dinger von. Obwohl, wir sollen die uns ja aufheben, meinten die anderen. Dann gehe ich nochmal im Froststurm drauf. Okay, schlagen war es nicht. Da hat nur ein Schaden gemacht. Was hat Klang, heißen, Magwitz. Ach, diesen Namen. Denn gerade für eine Waffe. Hat er eine Klingenwaffe? Ich glaube nicht, oder?
Ja, dann Schulterrammer. Hilfe. Ja, das. Was ich halt auch bis heute noch nicht verstehe, warum zwei Status den gleichen Namen haben. Also K.O., das komplette Besiegtsein, und K.O., dieser K.O.-Zustand. Hat es uns jetzt gar nichts gebracht, oder was? Na gut. Ach so, hier ist noch eine Tür. Oh. Oh. Na gut. Schieß dir doch nicht so hin. Du bist nicht Tintenfisch genug, um dich dort hineinzuzwängen, Schatz. Glänzt aber so schön. Oh. Das sind jetzt versuchen. Schnell, Dina. Hilf mir in die Richtung. Nichts da. Ach, ein Kopftentakler. Hätte ich auch gucken können, was ihm seine Schwäche war. Ach, die waren gar nicht so stark. Das hat Schaden gemacht, das hat Schaden gemacht. Und du kannst auch mal, dann probier mal Feuer. Okay, das macht auch Schaden, super. Ich frage mich gerade, besteht jetzt der ganze, dann daraus, dass man einzelne Gegner in einzelnen Räumen besiegen muss, weil das ist ziemlich langweilig. Und da passiert noch was Interessanteres. Ich soll meinem Herrn in die Rüstung helfen, aber wo ist der Herr? Muss gehorchen. Na gut. Muss gehorchen. Eintöniger Kerl. Achso, das sagt er immer wieder. Ich nehme einen Kristall und zwei Badekur. Also ich habe echt nochmal richtige Items hinterhergeschmissen. Was passiert, wenn wir da reinlaufen? Gar nichts, okay. Hätte ja sein können. Gut, dann. Ah, Kristall passt rein. Da scheint noch was zu fehlen. Zu fehlen. Ist hier irgendwo ein Kristall? Nein, hier ist nirgends ein Kristall. Ich brauche noch ein Kristall. Aber wo kriegen wir ein Kristall her? Wieso ist hier keine Tür? Da müsste eigentlich auch eine rein. Wenn man jetzt rein nach dem Symmetrischen geht. Dann speichere ich hier nochmal und renne durch. Kristall, Kristall, wir brauchen einen Kristall. Ach, da rechts geht noch lang. Okay. Dann gibt es wahrscheinlich dort einen zweiten Kristall. Nehme ich mal an. Wie? Das verstehe ich nicht ganz, wie teilweise sehen die einen hinter Wänden. Die haben Wallhack an. So, jetzt. Verdammt, das war zu langsam. Da war ich zu langsam. Aber sowas mag ich, so Stealth-Dinger. Ist es möglich, von da in der Zeit dahin zu kommen? Oder bessere Frage, ach, ich kann hier stehen? Okay, ich dachte halt, weil das so ein Gitter ist, dass sie da durchschauen können, aber scheinbar können die das gar nicht. Das war gemein, die haben nur eine Sekunde lang weggeguckt. Also du gibst ja diese Kraft des Restarten. Ich will halt.
Also, wenn man entdeckt wird, kommt da dieser Timer und ich will nicht mit diesem Timer spielen. Ich hasse Timer. Auf Zeit kriege ich eh nichts hin. So, geht doch. Deswegen Kristall, ja. Wie Teufel, das ist irgendwie Klütze, genau, Klütze im Gras. Klütze im Glas. Sollte also bei einer angenommen mit Jacke von bla bla bla. Das brauchen wir alles nicht. Fragen? Was macht das hier, Blechding? Ich halte das Glas meines Herrn sauber und reinigt, sorge für frische Nährkürze und erinnere ihn daran, mich regelmäßig aufzuziehen. Badum-tisch. Ja gut, aber sonst scheint es hier auch nichts groß Interessantes zu geben. Aber das mit der Musik stört mich halt extrem, dass sie weg ist. Aber wenn ich das Ganze noch hinten dran einfüge und render, dann bin ich erst in 3 Tagen mit den Parts fertig. Und die müssten schon gestern fertig gewesen sein, laut Claims Zeitplan. Oh, das war knapp. Darum müsste jetzt halt mal 2 Parts von mir ohne Musik leben. Aus 3 mehr 2. Zum Glück darf man immer speichern. Das ist halt das Problem. Also, wenn der Entwickler einen in Dungeons speichern lässt, dann sollte man es auch ausnutzen können. Und wenn der Entwickler nicht will, dass man einen Dungeon speichert, dann soll er das Speichern dort einfach deaktivieren. Okay, das war einfach. Okay. Ich will an die Kiste. Verdammt. Nochmal. Bloß habe ich jetzt hier wieder keine Ahnung, bis wohin können die gucken. Da, ja. Also entweder sollte es klar beschrieben sein, bis wohin die gucken können, oder halt so ein sichtbares Radius. Zum Beispiel, die können da reingucken. Okay. Kann man in der Zeit da vorbeikommen? Ist das möglich? Warte gerade ab, ob die noch mal länger gucken. Ah ja, okay. Ich frage mich gerade. Oh, das geht, wow. Ach ne, passiert das immer, wenn man an die Kiste geht? Ja, das passiert immer, wenn man an die Kiste geht. Was geht da vor? Gut, dann scheiß mir auf die Kiste, weil, wie gesagt, ich will ohne diesen Timer spielen. Ich will unentdeckt bis zum Ende sein. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich will es mal ausprobieren. Wie laut wir hier laufen und dass die nicht hören. Aber vielleicht hören die auch gar nichts. Vielleicht können die nur telepathisch miteinander kommunizieren. Haben die überhaupt Ohren? Man weiß es nicht. Und wieder ein elektrischer Aufhalter. So. Nee, wahrscheinlich wird er das irgendwas Bestimmtes schaffen. Ach, das sind Sachen. Auf das Innere kommt es an. Was zählt das Äußere? Was denn jetzt? Ich habe das Innere gedrückt. Okay, dann müssen wir jetzt wohl rumrätseln. Ja, die Tür ist noch geschlossen. Was zählt, ist das Äußere? So vielleicht?
Ich weiß halt auch nicht, was jetzt passieren soll. Ach, das ist ein Hebel oder was? Ach so. Sag mir doch noch einer. Ups, das wollte ich nicht. Ja, okay. Das wusste ich nicht. So, jetzt sollte das Ding offen sein. Ja. Seit wann? Was ist diese Grafik denn für Hebel genutzt worden? Also es war jetzt einfach, weil ich nicht wusste, dass es Hebel sind, sonst wäre das Rätsel jetzt echt kein Problem gewesen. So. Also ich glaube, wir kommen gut voran, aber ich glaube, der Dungeon ist auch ziemlich groß. Was haben wir denn hier? Bei meiner Treu, was ist das? Punkttafeln. Nun stehen sie da nicht so herum, kommen sie. Ich muss das sehen. Na gut. Faszinierend, lesen Sie nur, was dort geschrieben steht. Oh, pardon, warten Sie, ich was erzähle es. Der erste Echsenkrieg, mächtig und stark, war unser Herr. Lange hatten wir im Verborgenen gerüstet für den großen Kampf gegen die Geschuppten. Die Kraft des... Was? Die Kraft des... Ich habe überhaupt ein Wort überlesen. Durchbrach ihre Panzer, zerschnitt ihre Klauen und trennt ihre Hälse. Nach 9 Tagen und 9 Nächten wolken die 7 Heerführer der Echsen ihre Häupter. Der große Heptomech. Das hatten wir doch schon mal. Das sind noch die Geschichten, die auch in der Pyramide in diesem komischen Dinosauriermaul waren oder so. Der große Heptomech fraß sie zum Zeichen unseres gewaltigen Sieges. Fortan sollten uns die geschrubbten willenlose Diener sein. Unser mächtiger Geist und unser harter Willi. Wille. Nicht Willi. Ließen sie, verdammt. Ließen ihre Arme ganz Mars nach unseren Menschen formen. Die Jahrtausende unserer Herrschaft brachen an. Die Echsen waren uns von weit größerem Wert als die schwächlichen Äffchen. Damit sind wahrscheinlich die Menschen gemeint, nehme ich mal an. Mit jenem besaßen wir ein Werkzeug, das uns immer höher steigen ließ. Macht wurde uns zu klein, wir brachen auf, noch mehr zu verschlingen. Prankratach, wahrer der Loge der Formlosen. Ja und? Ja und? Sie stehen hier vor dem, was eine ganze Kultur aus ihrer Grundstein greift. Als ihren Grundstein greift. Eine ausgesprochen kriegerische Basis, will mir scheinen. Ganz recht. Als fortschrittlicher Völkerkundler kann ich das nur sagen, dass in der Darkland sich das Kriegswesen in die Wiege gelegt wurde. Er denkt an die nur in Kategorien von Erobern und Herrschaft. Gut zu wissen, glaube ich vielleicht. Was für eine schauerhafte Figur. Beten die Tentakel zu einem Überfluss auch noch Dämonen an? Die Inschrift weist ihn als Heptomech, Großmeister des Ordens der Roten Bürger aus. Hä, ist der große Bürger nicht blau? Was auch immer. Der Huldigungstext ist nicht ganz eindeutig. Entweder war er ein talentierter Fleischer oder erfolgreicher Feldherr. Hoffentlich schleicht der Herr nicht durch die Gänge. Wohl kaum ein Besser. Für die heutigen Tentakel ist er nur noch eine Erinnerung als allerfernster Zeit. Okay, wenn du meinst. Wo ist aber eigentlich das Rätsel hier? Oder, achso, ich kann einfach weiter. Ah ne, kann ich nicht. Das ist lustig. Inaktiv. Also inaktiv. Sie fochten Tage, sie fochten Nächte, aus Widerstand die Freiheit brächte. Am Ende mussten sie sich beugen, die Zahlen können es bezeugen. Okay. Das ist genau das gleiche. Okay. Da brauchen wir es gar nicht zweimal zu lesen. Gut, es waren 9 Tage und 9 Nächte, 7 Heerführer. Okay, das war einfach. Gut, dann... Hebel sitzt fest. Dann wohl doch nicht so einfach. Halte den Geist empfänglichen offen, breite die Arme, lass andere hoffen, dein Herz überfließen, welches dabei nicht doch wahre andererseits das Gleichgewicht.
Mal wieder ein Rätsel. Na gut. Wir sollen irgendwo. Dort blinkt etwas. Ja, ja. Aber nun lasst sie uns wieder einen Schritt zurücktreten. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass wir da reinspringen sollen, aber. Wie überredet die Charaktere dazu? Verdammt. Dann befragen wir mal den da. Hallo. Pronto, was ist das, was Sie hier rein? Ich muss putzen. Darum, der Herrin muss immer herrlich blank und rein sein. Benenne die Gründe. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit B gedrückt, aber gut. Ist jetzt der Gründer Heptumech oder jemand anderes? Blablabla. Heptumech? Ist Heptumech der Gründer? Glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich nehme einfach mal Heptumech. Er wird schon der Gründer sein. Heptumech. Das erinnert mich gerade sehr ziemlich stark an To the Moon in diesem Raum voller kleiner Papierhasen oder was das war. Oh, ist ein okay. Ein Schieberätsel mit Roboter. Kann ich die Kisten aufschieben? Nee, kann ich nicht, okay. Aber hier werden die Roboter gelagert und die Einzelteile von ihnen auch in den Kisten. Ist also sogar ein logisches. Rätsel. Skype. Hallo. So. Der kleine Rätsel. Ich habe ihm nämlich vorhin geschrieben wegen der Musik. Ich mache das Rätsel nochmal. So. Eine wollte ich gar nicht und glaub es ist auch ziemlich falsch, wenn ich das mache. Darum erst nochmal. So. Ah, ich hab's. Nein, hab ich nicht. Oder den Tin hoch. Rechts. So. Wie krieg ich den da weg? Der müsste, glaube ich, weg. Ich muss überlegen. Dann stehe nach rechts. Dann da oben nach. Ja, doch. Ich hab's doch. Was ist mein Problem? Wieso? Ich weiß nicht. Ich hatte die ganze Zeit schon daran gedacht, aber irgendwie dachte ich, dass ich da nicht gar nicht den reinkrieg. Aber gut. Den Kristall haben wir. Müssen wir jetzt nochmal da unten dieses komische Rätsel machen. Ich will springen. Warum lassen die mich nicht springen? Also rumlaufen bringt auch nichts. Ja, was war jetzt das Rätsel? So. Vielleicht doch nochmal außen rumlaufen. So, warte. Ich geh nochmal raus. Nochmal rein.
Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Verdammt, okay. Da sind Arme. Und schon wieder nur B gedrückt. Das ist halt auch ein Ding, was mich ein bisschen stört, dass man nicht aus Auswahlen raus kann, sondern der halt die Einstellung drin gelassen hat, dass immer die zweite Auswahl ausgewählt wird, wenn man abbricht. Breite die Arme, das andere hoffen, man hätte das Gleichgewicht. Das macht man eigentlich einfach nur, indem man seine mittleren Arme ausbreitet, oder? Das werden wir nächste Folge klären, weil wir schon über 30 Minuten sind. Also bis dann zur nächsten Folge, Leute. Bis dann und ciao.